Leons Identität ist ein deutsches Adventure-Game, welches der Extremismusprävention dient. Es wurde vom Land Nordrhein-Westfalen beauftragt und ist ab 12 Jahren freigegeben. Im Spiel schlüpft man in die Rolle von Jonas, der seinen vermissten Bruder Leon sucht. Dieser hatte nämlich Streit mit seinen Freunden und hat seitdem angefangen, sich zu verändern. Beim Durchstöbern des Zimmers seines Bruders entdeckt er, dass dieser in die rechte Szene abgedriftet ist und sich einer atavistischen Aktion angeschlossen hat. Dies ist eine Bewegung, die sich bei genauerem Hinschauen als rechtsextrem entpuppt. Das Ziel des Spiels ist es, Leon davon zu überzeugen, wieder nach Hause zu kommen und herauszufinden, wo er jetzt gerade steckt. Dabei wird die Geschichte sehr lebhaft mit Erinnerungen, Chatverläufen und E-Mails präsentiert. Dabei wurden die Themen, welche im Spiel aufgefasst wurden, verstanden und auch als spielerisch interessant empfunden. Kompetenzen, die durch Leons Identität vermittelt werden, beziehen sich auf werteorientiertes Handeln, Demokratiebildung, Bildung von Toleranz und lösungsorientierte Konflikt- und Stressbewältigung. Weitere Informationen hierzu und andere Unterrichtskonzepte finden Sie auf gamesimunterricht.de.